An die smarteste Community auf YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch zum nächsten Video. Jungs, die Future Star Tokens sind seit gestern Abend endlich erhältlich. Ihr könnt da richtig Gas geben. Unter anderem mit einem 10x85 Plus Pack, einem garantierten Future Star Pack oder auch einem 20x84 Plus Pack. Grüße gehen übrigens auch an Steini raus, ne, und an Pexi. Die Leute sind gerade alle da. Wir haben davon einiges gezogen und es wurde richtig, richtig gut auch gezogen. Ne? Und ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr wählen werdet. Beziehungsweise spart ihr eher auf den Prime Icon Pick oder geht ihr dann doch eher auf die Futterpacks? Schreibt mir das gerne in die Kommentare und schreibt mir auch gerne, ob ihr es schon gezogen habt und was ihr drin hattet. Liebe geht raus, vergesst nicht, dass ein Daumen nach oben da ist, sehr gerne auch ein kostenloses Abonnement. Abfahrt ist angesagt, jetzt viel Spaß beim Video. Let's go. Dann fangen wir an, mein Lieber. Ich bin mal gespannt. Okay, wir starten rein. 20x84 Plus im R3. Mein Lieber, ich will was sehen, mein Lieber. Havertz, Inkay, Cassie ist am Start. Acuna schon, okay. 85er. 2, 3 Jorginho, 4 Pogba, Goretzka, erster Walkout. Zweiter Walkout Verratti. Dritter Walkout Lurie, vierter Walkout Bernardo, fünfter Navas, sechster Salah, siebter Van Dijk, Fran Garcia, Cinco auch noch. Hey, das ist ja anders wild, das Pack. Dickes GG an dich. Hey, das ist ja mega stark. Abfahrt, Männers. Die magischen Smexy-Finger müssen es jetzt regeln. Das nächste 20x84 Plus Pack. Wir starten rein. Abfahrt ist angesagt. Come on. EA, gönne. Future Stars. Alles andere. Oh, vielleicht werden Infos eh angezeigt. Ich weiß es gar nicht. Mavi Didi. Haben wir erstmal am Anfang mit dem 88er Rating. Viele Walkouts. Komm schon, gönne. Oh, ja. Kalulu. Stark. Was kostet er? 100k. Das ist okay, mein Lieber. Dante, dann hast du hier nochmal 4 Walkouts, 3 85er plus Duplikate, das sind nochmal Kimmich und Roberts, ne? Auch wieder ein sehr solides Pack, die Dinger sind echt gut, ne? Okay, Nickelodeon, Future Star Spieler Pack, come on! Gönne, Alvarez, Adeyemi, auch Elanga. Es ist aber für 3 Tokens okay. Klar, es ist nicht der teuerste. Aber es ist meiner Meinung nach echt in Ordnung, mein Schöner. Komm, gönne EA. Future Stars, Elanga again. Der nächste Elanga, den wir sehen. Und dahinter kann ja noch einiges sein, ne? Dahinter könnte noch einiges sein. Ein Kalulu könnte dahinter sein. Sunset. Hat eine Seite fast, voller 85 Pluser, relativ viele 84er, aber trotzdem, auch das Pack ist not bad für 10 Tokens. Okay, das nächste Pack, Walkout Info. Wir wissen, dahinter kann immer noch was sein. Das ist 86er Alberto, oh Gott, das könnte der erste Vollbruch sein. Können halt nicht mehr teure Future Stars kommen und es kommt gar keiner. Aber definitiv das schlechteste Pack, was wir bis jetzt gesehen haben. Komm. Ja, Nummer 1 ist definitiv da. Guardiol, stark 300k. Let's go. Guardiol, anders wilde Karte. Kudus und Spence. 3 Future Stars im einen Pack. Klar, Spence, Kudus sind nicht die teuersten. Ne? Aber es sieht sehr, 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 sehr geil aus. 84er sind schon zu häufig da, aber halt die 3 Future Stars reißen es halt raus. Sieht einfach super schön aus. Gehen wir rein in den nächsten. Und das ist... Und da haben wir gerade von ihm geredet, Van den Ween. Und dahinter haben wir noch relativ... schwierig. Ich glaube, das Pack war eins der schlechteren, was wir bis jetzt gesehen haben. Leider Gottes, ne? Na dann, gehen wir mal rein in die ganze Sache. Nächstes 20x84 Plus. Wir wollen mehr als 3 noch sehen. Frankreich. Oh, was? Cherki! Wo kommt der denn her? 700k, Junge. Holy moly, was ist das denn? Singo noch, Remiro, der Cherki holt halt alles raus. Der Cherki holt halt alles raus, Jungs. Na dann, Mika, gehen wir mal rein in die ganze Sache. Erstmal den Future Star Pack, das Future Star Pack. Ah, das war nicht gut. Wir hatten jetzt zweimal Elanga drin, jetzt den Singo. Mika, ich hoffe, dass zumindest das 20x84 Plus viel besser wird und kein Singo drin ist. Das ist das Wichtigste. Future Star again. Ja, ein Kalulu. 100k zumindest. Auch Walkout-technisch vom High-Rated-Futter auch nicht optimal. Ah, schwierig, Mika, schwierig. Okay, da hat er gedacht, hey, wir verarschen mal EA. Wir laden FIFA Points auf, geht rüber und zieht den nächsten Elanga rein. 88er Elanga ist am Start. Vielleicht dahinter noch ein Kalulu? Nee. Oh, 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 oh. Ah, ratingtechnisch Katastrophe, Chat. Bodenlos, Chat. Bodenlos. Das Pains. Du darfst übrigens, meine Sonne. Ich habe jetzt gedacht, es wird ein POTM. Das sah so aus wie POTM der League Org ganz kurz. Der Paul ist natürlich nicht das, was man sehen will, ne? Brauchen wir nicht drüber reden, ne? Und Fran Garcia noch. Eine Seite 85 plus, das ist schon mal not bad. Plus, ja, ein paar 84er. Ein Standard-Pack, würde ich sagen. Nichts Krankes, nichts super Schlechtes. Es ist okay, aber das war's dann auch. Mehr nicht, ne? Aber vielleicht hat der Mann ja Pack-Luck in seinem Future-Star-Spieler-Pack. Zeig mir, was du kannst. Dance with me.
Mutrecht, ja, was ist da los? Mein Lieber, 20x84 plus war nicht so optimal bei dir, aber mit Mutrecht holst du raus. Let's go, das ist es, Chat. Anders wild. Über 1 Million. Dickes GG an dich, meine Sonne. Hilfe. Jetzt Shepherds, Alvarez, Mutrecht oder Team of the Week. Mavididi, immerhin Mavididi, ne? 88er, dahinter könnte noch ein bisschen was sein. Man darf es nicht vergessen, ne? Eins der schlechtesten Packs bis jetzt. Eins der schlechtesten Packs. Okay, Future Stars Spielerpack. Mein Lieber, zeig mir, was du drin hattest. Frankreich, ZOM, Aucher, hier kennen. Let's go, die nächsten 700k. Weltklasse, mein Lieber, Weltklasse. Anders wild diese Karte. Ganz kurz ziehen wir jetzt erstmal hoffentlich Mutrecht. Okay, das ist Olmo. 88er ist in Ordnung. Da kann einiges dahinter sein, würde ich sagen. Dickes F. Es tut mir leid. So, start mal rein mit dem nächsten. Future Star. Nein, Team of the Week. Luis Alberto. Ah, weiß ich nicht, Chat. Okay, Futter hast du auf jeden Fall gut. Relativ high-rated, aber halt kein Future Star drin, ne? Schwierig. Ah, ich weiß nicht. So ein Standard-Pack, ne? Wir gehen rein. Nächstes Pack. Future Star. Endlich bist du wieder da. Spanien, Stürmer. Warum gibt er uns nicht Spanien Gavi? Ah, komm, vielleicht dahinter. Oblak. Hat's noch ein Dupli? Ein Dupli könnte vielleicht noch mal ein bisschen Futter bringen. Aber das ist auch nicht der Fall. Schade. Sehr, sehr schade, mein Lieber. Ja, okay. Das nächste 20x84 plus Pick. Wir machen mal mit R3. Auf ganz Entspannung und wünschen natürlich ganz viel Erfolg, ne? Rice, Mount. Oh ja, Sabal. Hernandez. Muss langsam mal hochgehen, ne? Bruno, Varan. De Frisch, oh, das sind viele 84er. Castells, Merten, oh mein Gott, das sind sehr viele 84er dabei gewesen. Okay, Acuna, wir gehen hoch. Jorginho Nummer 2, was 85er angeht. Ja, okay, erster Walkout Laporte. Trent Nummer 2, De Jong 3, komm, Müller 4, weiter hoch. EA, gönne. Kimmich Nummer 5, komm, gönne, EA. Oblak Nummer 6, Walkout Nummer 6 ist okay. Special Card muss. Casemiro Nummer 7, auch in Ordnung. Und das war's, keine Special Card. Das tut weh. Schade, mein Lieber. Ich möchte jetzt den Future Stars sehen. 3 Stück. 3 hatten wir schon einmal. Bitte, nochmal. 3. Gavi, ja, let's go. Der highest rated Spieler. Einfach Gavi gesehen. Wir hatten jetzt schon Mutrecht, wir hatten Gavi. Oh, jetzt hinter Gavi nochmal 2 Future Stars. Oder sogar 3. Gib uns mehr. Ich will da noch was sehen. Cherki dahinter. Guardiola dahinter. Irgendeiner noch. Richtige. Oh, Fran Garcia. Aber anders wildes Pack, mein Lieber. Anders wildes Pack. Nächstes Pack. Nächster Future Star. Oh, die sind so schön. England in den Verteidiger der Guehi, ne? Oh, das ist aber leider Gottes nichts. Aber ratingtechnisch unfassbar gut. Viele 84er, aber die Steigerung des Ratings auf jeden Fall not bad. Das geht klar. So. Future Star. Nein, es wird nur ein... Ah, oh mein Gott, es wird Fabian. Ah, Alberto. Ginter noch. Ah, gut. Au, aber Rating ist anders wild. Guckt euch mal, wie viele Walkouts wir haben. Kein Future Star, aber von der Walkout-Anzahl sehr, sehr gut. Hol einen raus. Wieder Info-Walkout. Mavididi, der beste, den du mitziehen kannst vom Rating her, ne? Dahinter könnten halt noch die Future Stars stecken. Funktioniert, ja, haben wir ja schon öfters gesehen. Aber hier ist es halt gar nicht so. Oh mein Gott, der hat auch nur 3 Walkouts, Chat. Das ist einfach... Oh, das ist eins der schlechtesten Packs, die wir bis jetzt gesehen haben. Schade, mein Lieber, schade. Future Star Pack. 3 Token. Wir haben schon gute Dinger daraus gezogen, ne? Oh, ich hätte so auf den ZM gehofft, Männer. Sunset ist halt nicht der Gute. Sunset ist nicht der Gute, den wir gerne sehen hätten wollen. Mutrecht hat man schon draus. Cherki glaube auch, ne? Erstmal nächstes Pack. Wieder der Inform. Oh, das ist ein 85er Alex Remiro. Ich weiß nicht. Das kann halt nur ein kompletter Bruch sein. Außer wir haben jetzt eine komplette Seite Walkouts. Und das... Okay, wir haben 5 Duplikate. Wir haben 5 Duplikate, Jungs. Da könnte immer noch was dahinter sein. 2 nur. Dann ist es kein gutes Pack. Hilfe. Bitte, Future Star. Wichtig und richtig. Spence. Oh, 86, Chat. Warum? Ach, schade, mein Lieber. Sehr, sehr schade. Belastend, ey. So, wir gehen rein. Nächstes Pack. Wieder in Form. Diesmal wird zu 85er Ginter. Hier, EA auch mal Leitung wieder aufdrehen. Ich würde mich freuen. Ich würde mich echt freuen. Butter ist okay. Wir haben noch 2 Duplis. Schade. Sehr, sehr schade. Komm schon, nächstes Pack jetzt aber. Bitte. Hey, das ziehen wir back-to-back den Ginter. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ey, come on, ey. 6 Duplikate noch. Oh ja, okay. Futter ist sehr, sehr stark. 3 88er, 2 86er, 87er, 90er, 2 Walkouts. Ist okay. Vom Futter her echt gut. Gehen wir rein. Future Star Pack. 3 Tokens. Er bringt ZM. Er bringt wieder diesen Sunset.
krieg noch den ZM, Mann. Und wir sind alle da. Dann sind wir da. Aber Sunset wollen wir nicht. Aber wir haben jetzt das allererste 10x85 Plus Pack. Vielleicht gibt es hier mehr als drei Future Stars. Okay, wir ziehen 88er. Und das war's. Aber Futter, zu viele 85er, ne? Schade, schade, schade. Okay, Mann, wir gehen rein. 1 von 5. Okay, Guardiol ist geil, 300k. Vitinha, 300k. Vitinha ist halt auch keine schlechte Karte, ne? 15 Tokens, 300k. Der Pick sieht jetzt so jetzt not bad aus. Come on, gehen wir rein. Letztes Pack. Wir starten nochmal oder enden das Ganze nochmal mit dem Future Star. Und das ist bodenlos, denn das ist nur ein 86er Zingo. Ah, das tut mir leid, mein Lieber. Das tut mir leid. Future Star Pack, Zingo, da wäre deutlich mehr gegangen. Schade, schade, schade. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was wollt ihr denn mitnehmen von den Future Star Token Packs? Haben euch die 20x84 Plus überzeugt? Sagt ihr, nee, ich warte dann doch noch auf den Prime Icon Pick? Ich bin sehr gespannt. Lasst Liebe da, Daumen nach oben. Ich bin für das Video erstmal raus. Macht's gut, haut rein und ciao, ciao. Kuss, Kuss.